Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Life und damit zur letzten der Woche, denn wir haben schon wieder Freitag, aber heute steht was ganz Besonderes an, denn Europa Vielseitigkeit. Die Königsdisziplin wartet auf uns. Wir fangen natürlich an mit dem Springen, wie gestern auch schon gesehen. Und ich bin gespannt, diese eine Stelle, die so tricky war, vielleicht erinnert ihr euch, wo wir relativ schnell zwei Gangarten zurückschalten mussten. Ich hoffe, ich krieg's heute auch wieder hin. Gestern war das schon, ja, relativ knapp, möchte ich sagen. So, rum hier. So, sehr schön. Ich hoffe nur, ich sehe es rechtzeitig vorher, damit ich entsprechend auch reagieren und mich darauf einstellen kann. Da hinten haben wir jetzt zwei Trippelbarren wieder. Ja. So, jetzt hier in der Kurve pariere ich langsam durch. Jawohl. Da jetzt auch noch drüber. Wunderbar bislang. Alles gut. Bam, 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 bam. Ich glaube, jetzt kam's. Ja, genau, jetzt kam's. Oh Gott. Ich drücke jetzt schon mal wie wild auf die Taste. Sehr gut, es hat funktioniert. Weil der hier, das haben wir ja später nochmal im Parcours, aber der hier steht einfach irgendwie dichter, direkt dahinter. Da müssen wir nochmal einen Ticken schneller reagieren. 10 von 15 haben wir jetzt. So. Genau, und ihr seht, hier ist nämlich der Abstand, ist deutlich kürzer. Da können wir auch schon fast Zeit lassen. Guck mal, wie lange wir jetzt noch Luft haben auf den Sprung zu. Sehr schön. So soll das aussehen. Auch hier super drüber. Jetzt haben wir nochmal diese Kombination, wo wir immer eins langsamer werden müssen zum Schluss. Ne, da hinten haben wir auch noch eine Trippelbarre. Genau, so war's. Ja. Wunderbar. Ich würde mal sagen, das Springen haben wir schon mal wirklich gut abgeschlossen. Ein toller Einstieg in die Europameisterschaft. Und ich hoffe, so geht's weiter. Als nächstes kommt jetzt die Dressur. Jetzt werden wir wieder eine Weile brauchen. Aber wir wissen ja auch, dass diesmal das Geländespringen recht lang war. Ah ja, aber wie gesagt, erstmal müssen wir jetzt hier in der Dressur bestehen. Das war jetzt die erste Dressur, wo wir die Passage drin hatten. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Ich glaube, das war vorgestern in der Folge. Oh Gott, das ist immer alles so lange her hier. Oh wei. Links, rechts. So. Jetzt haben wir ca. 5 Minuten höchste Konzentration. Und dann haben wir noch das Geländereiten und dann sind wir schon wieder fertig hier. Eigentlich geht das total schnell. Wobei das Geländereiten ja diesmal auch, das ging, wie lange haben wir das letzte Mal gebraucht? 6 Minuten 45. Also 6,46 haben wir ungefähr gebraucht. 6,46. Ich bin gespannt, wie lange wir heute brauchen. Ob wir heute schneller sind als gestern. Aber ich werde trotzdem versuchen, nichts zu überhasten und möglichst genau zu reiten. Zeit rausholen, ja. Aber eben nicht zu krass auf Risiko reiten. Weil ich möchte hier definitiv mit dem Goldpokal rausgehen. Was anderes zählt nicht. Ah, hier wäre so schön die Passage. Ich hatte jetzt auch einen Kommentar bekommen von der Zuschauerin, die hatte geschrieben, dass sie erst gedacht hat, es wäre irgendwie eine Fernsehübertragung. Es ist natürlich auch, oh, jetzt hier der starke Trab wieder. Es ist natürlich auch dadurch, dass man hier diese andere Kameraführung hat. Normalerweise ist man hinter dem Pferd und reitet irgendwelchen Punkten nach in der Dressur. Was ich auch gut finde. Man hatte einfach mehr zu tun noch als hier. Hier kann man dafür sich mehr, hat man dafür mehr vom Spiel. Man kann mehr zugucken. Jetzt kamen die Wechsel, oder? Die wir eigentlich gar nicht reiten. Noch sind wir im Linksgalopp. Das ist auch wieder kein Zirkel, es ist auch eine Volte. Da hatte ich mich vorgestern schon drüber beschwert. So, schön. Jawohl. Da war wieder ein Wechsel. Da war wieder ein Wechsel. Ist er wieder umgesprungen. Jetzt gleich springt er nochmal. Jetzt ist er wieder umgesprungen. So. Wieder perfekt. Jetzt haben wir wieder eine Passage. Das war, glaube ich, das, wo ich vorgestern auch schon gesagt hatte, es ist relativ unrealistisch, aus dem Galopp direkt in die Passage überzugehen.
Also ich nicht weiß, ob das technisch überhaupt möglich ist, weil ich das Pferd vor der Passage eigentlich erstmal sammeln und setzen muss. Das heißt, es muss vermehrt Gewicht mit der Hinterhand aufnehmen. Vorne hochkommen. Und das hat man allenfalls im versammelten Galopp. So. Das ist kein Zirkel. Aber ich wiederhole mich. Rechts, rechts, links. Jetzt reitet sie schon wieder in der Volte, obwohl sie einen Zirkel reiten soll? Nee, doch nicht. Jetzt macht sie Seitengänge im Galopp. Da hat er wirklich eine wunderschöne Kopfhaltung. Links, links, rechts, rechts. Ja, bislang kommen wir gut durch, Mensch. 6 Minuten nehmen wir schon fast wieder auf. Das ist ja Wahnsinn hier. Oh, jetzt ist er gerade ein bisschen zackelig. Aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jawohl. So muss das aussehen hier. Sitzt aber auch. Ich finde, sie hat einen sehr, sehr schönen Sitz. Ich habe bislang, glaube ich, noch kein Pferdespiel gesehen, wo sie so schön wirklich auf dem Pferd sitzen. Bei Mahorse and Me 2 sah ich nämlich als Problem, was ja auch viele geschrieben haben, dass sie so extrem krass die Brust rausgestreckt hat. Das war ein bisschen unrealistisch. Als ob sie sagen wollte, hier Jungs, seht mal hier, sobald ich aufs Pferd steige, habe ich obenrum noch mehr. Das ist hier definitiv schöner und besser gelöst. Sie hat eine aufrechte Haltung, macht keinen Buckel, macht kein Hohlkreuz, sie schwingt mit. Sitzt locker, aber dennoch fest im Sattel. Finde ich sehr schön. So, auch wenn das Bein ein bisschen im Pferd drin ist, das sollte natürlich in echt nicht so sein, aber ist ja technisch auch gar nicht möglich. Technisch, anatomisch. Ja, das sind Dinge, die nur in Spielen möglich sind. Beine, die im Pferdebauch hängen. Da bekommt der Befehl vom Reitlehrer Bein dran, Beine zu, nochmal eine ganz neue Bedeutung. So, das Grüßen, das war's mit der Dressur. Auch hier perfekt, nicht ein Fehler. Alles klasse. Wir haben 200 Punkte bislang und führen damit 20 Punkte. Das heißt, wir könnten uns jetzt einen Steher im Gelände sogar erlauben. Aber das will ich natürlich nicht. Ich möchte hier ordentlich reiten. So, 6:46 war unsere letzte Zeit. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie viel wir diesmal schaffen. Aber mein Gott, ich will jetzt ja auch nicht durchhetzen. Solange wir innerhalb der erlaubten Zeit von 7:30 bleiben, ist ja alles gut. Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert, wenn wir langsamer als das sind. Ob wir dann Zeitstrafen bekommen, wie es im echten Leben wäre. Oder ob dann die Prüfung hier für uns endet. Das weiß ich nicht. Ich will es aber auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren, muss ich sagen. Das machen wir lieber nicht. Dancing Dots, Element Girls und Lissy. Ja, Dancing Dots, das Entwicklerstudio. Wie gesagt, auch schon verantwortlich für Isabel Wert Reitsport 2007, glaube ich. Das Spiel stammt übrigens aus dem Jahr 2008, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und wie gesagt, ja, dann gab es eben noch Isabel Wert Reitsport 2007 war es, glaube ich. Was dieselbe Grafik hat. Was die Hindernisse angeht, auch die Pferde, nur dass die Pferde sehen ein klein wenig anders aus. Die Reiter sind auch ein bisschen anders, aber der ganze Stil ist eigentlich derselbe. Aber wie gesagt, es stammt ja auch aus demselben Entwicklerstudio. So, jawohl. Wunderbar drüber. 25, ein Viertel haben wir schon. So, noch können wir ein bisschen Gas geben. Gleich müssen wir uns wieder zurücknehmen im Tempo. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Da hinten. Da hinten ist der nächste Sprung. Der wartet auf uns. Oh. Sehr schön. Toll wäre das, wenn in der Zeitlupe die Zeit normal schnell weiterläuft. Nein, das wäre natürlich nicht toll. So, jetzt links rum. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen, als wir hier so nah an diesem Dorf vorbeireiten. Das hat uns jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Macht nichts.
Jetzt ist es übrigens falsch rum. Normalerweise müsste rechts rot sein und links weiß. Ist hier falsch rum. Fällt mir gerade mal so auf. Nahaha. Ist das bei den anderen Hindernissen auch falsch rum? Müssen wir gleich mal drauf achten. Das nächste kommt ja gleich schon. Ja, hier ist es auch falsch. Wir haben einen Fehler aufgedeckt. Das hier hat gar keine. Skandal! Ja, schön weiter so. Gleich haben wir die Hälfte. Einen noch, dann haben wir die Hälfte schon rum. Wir sind bei 3,5 aktuell. Ja gut, jetzt mittlerweile schon etwas weiter. Jetzt haben wir die Hälfte an Hindernissen hinter uns. Alle perfekt. Noch kein Schnitzer bislang. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Oder war es wieder das obligatorische Plopp und dann war der Ton wieder hallig? Aber ich finde es ja schön, dass sie da überhaupt drauf geachtet haben, muss ich wirklich sagen. Dass sie da überhaupt dran gedacht haben, dass sie das einbauen, dass es da halt, wenn man an so einer Felswand vorbeireitet. Das finde ich sehr schön, weil es ist realistisch und tatsächlich gibt es auch da, glaube ich, kein Pferdespiel, was darauf achtet, leider bislang. Wobei das jetzt für mich auch nicht so wichtig ist, dass es ein Pferdespiel hat. Das muss ich jetzt sagen, das ist jetzt kein Must-Have, wo ich sage, wenn es das nicht hat, dann ist das aber kein gutes Spiel. So, wunderschön drüber. Sie fliegen. So, jawohl, ja. Und da drüber. Sehr schön. 7 Sprünge liegen noch vor uns. Ein bisschen was haben wir noch. 4,5 Minuten sind wir schon auf der Strecke. Oh, hier hinten rechts halten. Ich werde heute, denke ich, keinen Ausritt mehr dahinter setzen. Vielleicht lieber dann eher noch ein Training oder sowas. Aber heute werden sie bestimmt auch noch mal ein bisschen was mit uns zu klären haben. Es ist ja eigentlich immer so, dass wenn man die Vielseitigkeit durch hat, dass er dann wieder sagt, das ist ja toll, dass du das geschafft hast. Ich habe da aber noch was, da kannst du noch eine Schippe drauflegen. Von daher müssen wir sowieso gucken. Ich bin ja jetzt schon fast wieder 13 Minuten am Aufnehmen. So. Weiter, 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 weiter. 1,5 Minuten dürften wir jetzt noch ungefähr haben. Wenn wir danach gehen, wie lange wir das letzte Mal gebraucht haben. Bin ich wieder etwas angeeckt. Das kommt davon, wenn ich zu eng um die Kurve will. So, 3/4 haben wir jetzt schon hinter uns. Sehr schön, auch der Sprung. 4 Hindernisse noch. Noch 4, dann haben wir es geschafft. Ja. Sehr gut. Und weiter geht's. Noch 3. Alle guten Dinge sind 3, aber es gibt auch das Spiel Die böse 3. Nahaha. So, ihr könnt euch jetzt aussuchen. Was wird passieren? Wird es eine böse 3 sein? Haben wir in irgendwas noch Probleme? Oder sind es die guten Dinge, die 3 sind? Hier sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gut drüber. Ja. Auch hier sehr schön. Hier können wir noch mal ein kleines bisschen zulegen an Tempo. Jetzt aber zurückkommen langsam. Ansonsten wird es eng. Guck mal, jetzt sind wir noch mal schneller. 6,46 hatten wir das letzte Mal doch. Und jetzt sind wir schon bei 6,41 im Ziel. Gucke da, wir haben noch mal 5 Sekunden rausgeholt. Na, wenn das mal nicht des Siegs würdig ist. Schön. So muss das aussehen. 75 Gold und 40 Ansehen haben wir bekommen. So, ja, ja, ja. Das wissen wir alles. So, was sagt er jetzt zu uns? Immer noch nur das. Jetzt kommt aber noch was. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Kadi. Du hast dich bei der Europameisterschaft als großer Champion bewiesen.
Jetzt, wo du in der Reiterwelt so hoch oben stehst, kannst du auch an der Weltmeisterschaft in den USA teilnehmen. Aber bevor du dich reisefertig machst, möchten dich noch einige Leute sehen. Ich überlasse es dir, allen die gute Nachricht zu überbringen. Hey, ich bin's. Du ahnst ja nicht, wie stolz ich auf dich bin. Du hast allen gezeigt, was für eine tolle Reiterin du bist. Jetzt reist du also zu... Ah, nein, ich habe es weitergeklickt. Zur Weltmeisterschaft in den USA, das ist ja irgendwas gesagt. Naja, hier ist ein Abschiedsgeschenk für dich. Aber ich weiß, dass wir uns bald wiedersehen werden. So denkst du wenigstens an mich, solange du dort bist. Ah, liebe Kadi, ich bin so beeindruckt von deinen Fortschritten. Wenn du in den USA bist, wirst du deinen Cousin Owen kennenlernen. Er ist richtig nett, du wirst schon sehen. Und so gut wie du bist, wüsste ich auch keinen Grund, weshalb du bei der Weltmeisterschaft keinen Erfolg haben solltest. Überhaupt kein Druck, nein. Ich wünsche dir und Ramiro eine gute Reise. Bis bald. Genau, und das war das, die angekündigte Änderung, von der ich gesprochen hatte. Jetzt hier diese geniale Animation. Wir fliegen aus NRW. Der erste Punkt war tatsächlich sogar ungefähr da, wo ich wohne. Ja, ziemlich genau mittig. Das dürfte so Arizona sein, so die Ecke. Und so sieht's ja auch aus. Hallo Cousine, ich hoffe, du und dein Pferd hattet eine gute Reise. Fühlt euch wie zu Hause. Ich zeige dir mal das Gestüt und nach dem Rundgang solltest du dich um Ramiro kümmern. Eine lange Reise kann für ein Tier sehr anstrengend sein. Das hier ist unser Bürogebäude. Du kannst in der Lodge zu mir kommen, um an Wettkämpfen teilzunehmen oder dir im Laden Vorräte zu besorgen. Da drüben haben wir den Reitplatz. Ach, es ist ja nicht alles genauso aufgebaut. Du reitest zwar schon außerordentlich gut, aber du solltest trotzdem mit mir trainieren, bevor der Wettkampf beginnt. Hier ist unsere Weide. Da, wo du herkommst, habt ihr bestimmt viel mehr Gras. Aber unsere Pferde beklagen sich nicht, sie fühlen sich hier wohl. Hier haben wir die Boxen. Ramiro ist schon da. Ich lasse dich jetzt allein, dann kannst du dich etwas umschauen. Da will dich auch noch jemand begrüßen. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Bis später. Alles klar. Hallo, du musst Owens Cousine sein. Sehr ähnlich seid ihr euch ja nicht. Ich bin Mike, ich helfe deinem Cousin hier auf dem Gestüt. Okay. Ich habe dein Pferd im Stall gesehen. Er ist ein sehr schönes Tier. Ich liebe Mustangs, die amerikanischen Wildpferde. Nein, das muss ich anders betonen. Ich liebe Mustangs, die amerikanischen Wildpferde. So rum. Ich kann dir meinen Mustang gerne zeigen, wenn du mal Zeit hast. Die Reise war für Ramiro bestimmt anstrengend. Also solltest du dich gut um ihn kümmern. Außerdem solltet ihr ausreiten, damit er sich mal die Beine vertreten kann. Ich weiß ja schon die perfekte Strecke. Dann lasse ich dich jetzt mal weitermachen. Bis bald. Okay, ach, wir sollen jetzt direkt ausreiten. Oh Gott, da wird das ja heute eine ultralange Folge zum Wochenende. Ja, so sieht's hier aus. Im Wilden Westen. Wild Wild West. Jetzt habe ich hier gar nicht gelesen, was hier anstand. So. Einfach nur ein Ausritt, glaube ich. Ich glaube, hier war wirklich einfach nur ein Ausritt. Ja. Ja, hier haben wir dann... Ja, Kühe haben wir hier stehen, wilde. Sehen ein bisschen anders aus als die in Deutschland. Ja, das sieht mir sehr nach Arizona aus, wo wir hier sind. Würde, glaube ich, tatsächlich auch von der Entfernung passen, wo wir uns hier befinden. Das müsste ungefähr hinkommen und stimmen. So, unser erster Sprung im Wilden Westen. Jawohl. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, wie lange dieser Ausritt hier geht. Ich musste jetzt gerade eben, während dem Reiten, musste ich meinem Papa noch schneller SMS schreiben. Weil ich hatte nämlich jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt die Folge beenden könnte. Kann ich jetzt aber nicht, weil wir den Ausritt noch machen müssen. Der kommt nämlich gleich noch und bringt mir meine Winterreifen zurück. Die hat er sauber gemacht. Hab ich nicht einen tollen Papa. Dem, 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 dem.
Ah, schön ist es hier. Schön, schön. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen langsamer werden. Das ist ein schöner Sprung. Ein sehr schönes Hindernis. Meine Güte, also die Folge, die wird ja. Die hat Überlänge. Na gut, es ist die letzte Folge vorm Wochenende, da ist das mal nicht so tragisch. Ich hoffe nur, ich langweile euch bei solchen langen Folgen nicht. Deswegen mache ich sie ja eigentlich immer eher ein bisschen kürzer. Weil ich das immer. Kann das ja nachvollziehen, wie lange diese Folgen geschaut werden. Und daran passe ich eben die Zeit eigentlich an, wie lange ich die Videos mache. Und meistens werden 10-Minuten-Videos nur 5 Minuten lang geschaut. Und wenn dann halt ein 20-Minuten-Video nur 5 Minuten lang geschaut wird, dann ist das nicht so toll. Deswegen mache ich sie meistens ein bisschen kürzer. Aber gut, dann ist jetzt das hier halt mal, ist das hier halt mal länger. Da hinten ist auch der Ausritt schon vorbei. Das war ein relativ kurzer erster Ausritt. Hat aber eigentlich voll und ganz gereicht, um hier so ein bisschen das Gebiet zu kennenzulernen. Schön ist es hier. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und hey, wir haben mal ein bisschen Abwechslung. Nicht so viel Grün und Rosa. Dein Pferd ist gut in Form. Ja. Der erste Ausritt, Ramiro. Na, wie gefällt es dir hier? Ich hoffe, er fühlt sich auch wohl. Das war ein guter Ritt. Ja. Er sagt jetzt genau dasselbe, was uns der Onkel sagt. Ihr seid schön ausgeritten. Ramiro fühlt sich jetzt bestimmt viel besser. Ich bin gekommen, weil ich eine Idee habe. Solange du in Amerika bist, solltest du mal was richtig Amerikanisches ausprobieren. Deshalb möchte ich, dass du auf einem Mustang-Dressur trainierst. Ja, du hast richtig gehört. Diese Pferde haben den Ruf, unzähmbar zu sein. Wenn du die geforderte Figur hinbekommst, beweist du allen, was für eine tolle Reiterin du bist. Das müssen wir jetzt ernsthaft auch noch am Stück machen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ach ja, wir haben noch ein Dressurtraining vor uns. Also wenn du möchtest, können wir die Figur terre à terre üben. Es ist nicht besonders kompliziert, aber man muss die Technik beherrschen. Versuch es doch mal. Ja, aber bitte dann lass mich bitte gehen. Ich hab noch was vor. Rechts, links, rechts, rechts. Also auf dem Mustang sieht es blau nicht gut aus. Ich glaube, den packen wir mal wieder gelb drauf. Hey, wir sind der Dressur-Crack. Wir können einen Mustang zum Terre-à-terre bringen. Was eigentlich auch keine Aufgabe, keine Lektion ist der klassischen Dressurreiterei. Jedenfalls nicht von dem, was irgendwie in den Prüfungen abgefragt wird. Genauso gehört auch der spanische Schritt nicht dazu. Ja. Okay, jetzt an der langen Seite nochmal. Und dann haben wir doch eigentlich bewiesen, dass wir es können, oder? Ich hoffe. Ich hoffe, dass wir es dann bewiesen haben. Ja, haben wir. Sehr gut. Gut gemacht. Du hast alles Wichtige gelernt. Jetzt kannst du mit der nächsten Lektion weitermachen oder gleich mit dem Wettkampf beginnen, wenn es dir lieber ist. Oh, noch was. Hallo. Du bist sicher Cuddy, Owens Cousine. Ich bin Susi. Ich habe dir beim Training zugesehen. Du scheinst sehr gut mit Pferden umzugehen. Ich nehme auch an der Weltmeisterschaft teil. Nein, schon wieder weitergeklickt. Das kommt, wenn man die Zeit im Kopf hat. Ich habe gerade mit deinem Cousin über eine Meisterschaft nicht weit von hier gesprochen. Sie könnte als Vorbereitung für den großen Wettkampf nützlich sein. Hoffentlich sehen wir uns da. Bis bald. Ah, da bist du ja. Bestimmt hast du inzwischen Susi kennengelernt. Sie ist die beste Reiterin hier in der Gegend. Sie hat mich gebeten, dich für unseren lokalen Wettkampf anzumelden als Vorbereitung. Du warst bei deinem Training mit dem Mustang so gut, dass ich dich fragen wollte, ob du lieber mit deinem eigenen Pferd oder mit dem Mustang am Wettkampf teilnehmen möchtest. Das überlasse ich dir. Aber denk dran, die Leute hier wären sehr beeindruckt, wenn eine Ausländerin auf einem Mustang teilnimmt. Geh zu den Boxen, um dich zu entscheiden. Komm zu mir, wenn du bereit bist, den Rocky Mountains Wettkampf zu starten. So, ihr Lieben, aber das machen wir jetzt wirklich nicht mehr. Das Spiel lässt mich einfach gerade nicht raus. Ich habe jetzt aber wirklich krass die Zeit im Nacken. Eigentlich wollte ich eine Viertelstunde aufnehmen, ich nehme jetzt schon 10 Minuten länger auf. Ich verabschiede mich damit ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!